Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Die zweite Lesung, die ich heute am Sabbat, dem 12. August 2017 mache, weil ich in dieser wunderbaren Stimmung bin und, wie ich schon öfter sagte, das Buch gerne zu Ende bringen möchte, um die nächsten Projekte in Angriff zu nehmen. Nichtsdestotrotz nehme ich mir meine Zeit, um das hier vernünftig zu machen und, wie gesagt, ich hatte ja auch, nachdem ich das gerade eben gelesen hatte, gesagt, das Kapitel 3 des Buches Odessa, die wahre Geschichte von Uki Gonyi zu lesen. Und das habe ich zwar im Augenblick immer noch vor, aber bevor ich halt den vorherigen Teil dieser Buchlesung der verborgenen Geschichten der Jesuiten veröffentliche, veröffentliche ich das, die Lesung von hier vor und auch die unerwünschte Einwanderung, Kapitel 3 von Odessa, die wahre Geschichte. Das werde ich lesen. Und dieses wird dann das Folgevideo dazu sein. Also, ich kann ja nicht in die Zukunft sehen, wollen wir mal sehen, wie ihr das annehmt bis dahin. Das ist ja noch eine Weile, bis wir das sehen. Aber ohne weitere große Verzögerung möchte ich jetzt anfangen, in dem Buch zu lesen, Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, veröffentlicht 1975, Die verborgene Geschichte der Jesuiten, um uns weiter in die Geschichte reinzubringen, die uns verborgen ist, die uns nicht in der Schule gelehrt wird, die uns nicht im Fernsehen gelehrt wird, die uns nicht in Universitäten gelehrt wird und wo wir Schwierigkeiten haben, in den Bibliotheken heutzutage die Bücher zu finden, in denen diese Wahrheit noch steht. Kapitel 7 des sechsten Abschnittes ist immer noch unter dem, des fünften Abschnittes ist immer noch unter dem Titel Der Teufelskreis, lautet Kapitel 7, die Jesuiten und das Collegium Russicum. Und da fahren wir fort mitzulesen jetzt auf Seite 137. Unter den verschiedenen Ursachen, die für den Vatikan den Ausschlag gaben, durch Kraft auf den österreichischen Kaiser Franz Josef die Serben zu bestrafen und so den Ersten Weltkrieg zu beginnen, war die wichtigste, wie wir gesehen haben, der orthodoxen Kirche, diesem verhassten und jahrhundertealten Rivalen, einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Also wer hat den Ersten Weltkrieg angefangen? Deutschland oder der Vatikan? Über die kleine serbische Nation hinaus hatte es der Vatikan auf Russland, den traditionellen Beschützer der orthodoxen Gläubigen auf dem Balkan und im Osten, abgesehen. Pierre Dominique schrieb dazu, Zitat, »Für Rom erlangte diese Angelegenheit fast religiöse Bedeutung. Ein Sieg der apostolischen Monarchie über den Zarismus könnte als Sieg Roms über das östliche Schisma gesehen werden.« Ende Zitat. Dass ein solcher Sieg nur über einen gigantischen Holocaust erreicht werden konnte, scherte die römische Kurie nicht im geringsten. Das Risiko, oder vielmehr dessen Gewissheit, wurde, da es die Alliierten unabwendbar machten, in Kauf genommen. Von seinem Staatssekretär, dem Jesuiten Merry del Val, bedrängt, machte Antichrist Papst Pius X. Daraus keinen Hehl und der bayerische Gesandte schrieb am Vorabend des Krieges an seine Regierung. Also gehe ich davon aus, dass es hier ein Tippfehler ist und heißen müsste Antichrist Papst Pius XII., der ja 1939 bereits an der Macht war. Er machte daraus keinen Hehl und der bayerische Gesandte schrieb am Vorabend des Krieges an seine Regierung, Zitat, Papst billigt scharfes Vorgehen Österreichs gegen Serbien und schätzt im Kriegsfalle mit Deutschland russische und französische Armee nicht hoch ein. Ach so, nee, Entschuldigung, das ist mein Fehler. Pius X., das ist ja vor dem Ersten Weltkrieg hier. Karsek hofft ebenfalls, dass Österreich diesmal durchhält und wüsste nicht, wann es sonst noch Krieg führen sollte, wenn es nicht einmal ausländische Agitation, die zum Morde des Thronfolgers geführt hat und außerdem bei der jetzigen Konstellation Österreichs Existenz gefährdet, entschlossen ist, mit Waffen zurückzuweisen. Ende Zitat. Diese Mitteilung findet sich in Bayerische Dokumente zum Kriegsausbruch, Band 3, Seite 206. Da war ich eben mit den Päpsten verkehrt, weil es hier noch um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs ging. Dieses raffinierte Kalkül erwies sich jedoch als falsch. Der Erste Weltkrieg, der den Norden Frankreichs verwüstete und mehrere Millionen Tote hinterließ, erfüllte die Wünsche Roms nicht. Stattdessen teilte er Österreich-Ungarn und entledigte so den Vatikan seiner wichtigsten europäischen Stütze sowie die Teil jener Doppelmonarchie gewesenen Slawen des Wiener Apostolischen Jochs. Die russische Revolution ihrerseits befreite jene zum größten Teile polnischstämmigen römischen Katholiken, die im vormaligen Zarenreiche gelebt hatten, aus der vatikanischen Kontrolle.
Die Niederlage war eine totale. Patiens quia aeterna, geduldig, weil ewig, aber plante die römische Kirche mit frischem Engagement die Fortsetzung ihrer Politik des Drangs nach Osten, der sich so gut mit den großdeutschen Ambitionen verband. Da muss ich doch mal eben einen kleinen Kommentar zu geben. Ob das jetzt eine Niederlage war mit Russland, da bin ich gar nicht mal so sicher. Sie haben den Zarismus abgeschafft und haben stattdessen über die Jesuiten den Sozialismus, den Kommunismus da installiert. Der Kommunismus hat aber die Kirche hart verfolgt, weil Kommunismus ist Atheismus. Und die orthodoxe Kirche in Russland wurde jahrelang schwer verfolgt davon. Da wir also ja wissen, wie wir gerade eben gelesen haben, dass die orthodoxe Kirche ein Gegner der römisch-katholischen Kirche ist, können wir davon ausgehen, dass das alles geplant war. Aber eben auch im Vatikan weiß manchmal die rechte Hand nicht, was die linke tut, weil Verwirrung ist des Teufels Spiel. Deshalb fahren wir in der Lesung fort, wie wir an früherer Stelle bereits erwähnten, der Aufstieg von Diktatoren und der Zweite Weltkrieg mit seinem Schreckensgefolge. Die Säuberung des polnischen Wartelandes, das nach der Besetzung Polens durch den nationalsozialistischen Deutschland 1939 errichteten, die Regierungsbezirke Posen, Hohensalza und Litzmannstadt umfassenden Reichsgaus Warteland und Kroatiens Zwangskatholisierung waren zwei besonders grausame Beispiele dieses Schreckens. Ohne Belang war, dass 25 Millionen in KZs, also Konzentrationslagern, starben, 32 Millionen Soldaten auf dem Schlachtfeld getötet und 29 Millionen verwundet und verstümmelt wurden. Das ist die amtliche Statistik der Vereinten Nationen und zeigt das Ausmaß jenes Blutbades. Diesmal dachte die römische Kurie, ihr Ziel sei erreicht worden, und in den Basler Nachrichten war zu lesen, Zitat, die deutsche Tätigkeit in Russland erhebt die Frage nach der Missionierung des Landes. Der Vatikan ist daran höchst interessiert. Ende Zitat aus Basler Nachrichten vom 27. März 1942. Und aus einem der Glorifizierung Antichrist Papst Pius XII. Gewidmeten Buche dies Zitat. Der Vatikan und Berlin unterzeichneten einen Pakt, der es den katholischen Missionaren des russischen Kollegs erlaubte, in die besetzten Gebiete zu gehen und das Baltikum der Berliner Nunziatur zu unterstellen. Ende Zitat aus Message de guerre au monde, also Nachrichten des Krieges der Welt, von Papst Pius XII. Oder in Deutsch heißt das hier, der Papst spricht Ansprachen und Botschaften Papst Pius XII. Aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. Unter dem Schutz von Wehrmacht und Schutzstaffel SS war Russlands Katholisierung dabei, in Angriff genommen zu werden, in der Art, wie Pavelic und Gefährten, also Stepinac, sie in Kroatien durchführten, nur viel monumentaler. Das war in der Tat ein Sieg für Rom. Welche Enttäuschung dann aber, als Hitlers Drang vor Moskau gestoppt und Paulus, der Generalfeldmarschall, mit seiner Armee in Stalingrad eingeschlossen wurde. Es war Weihnachtszeit, Weihnachten 1942, und man muss die vom Heiligen Vater an die christlichen Nationen gerichtete Botschaft oder vielmehr den ausdrücklichen Ruf zu den Waffen mehr als einmal lesen. Dann werden wir mal sehen, wie deutlich das Zitat hier ist. Das kommt aus Message du Guerre du Monde, Pius XII., also, wie wir gerade eben schon auch gelesen hatten, dieselbe Quelle. Zitat: Nicht klagen, sondern handeln ist das Gebot der Stunde. Nicht trauern um das, was ist und war, sondern neu gestalten, was entstehen wird und soll zum Wohl, was erstehen wird und soll zum Wohl der Gesellschaft. Der Satz macht mit dem Und hier für mich nicht besonders viel Sinn. Nicht trauern um das, was ist und war, sondern neu gestalten, was erstehen wird, zum Wohl der Gesellschaft. So würde ich das lesen. Mit Kreuzfahrergesinnung, da wissen wir ja, wessen Vater Gedanke das ist, oder wessen Vater
wer der Vater des Gedankens ist, so muss man das sagen, mit Kreuzfahrergesinnung sollen die besten und edelsten Glieder der Christenheit im Geiste der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe unter dem Ruf Gott will es sich zusammenschließen, dienst- und opferbereit wie jene Helden der Vorzeit. Mit väterlicher, doch beschwörender Eindringlichkeit rufen wir euch auf, den erschütternden Ernst, aber auch die gnadenreiche Zukunftsbedeutung dieser Stunde zu erfassen und euch zu vereinen in der Zusammenarbeit für die Erneuerung des menschlichen Gemeinschaftslebens in Geist und Wahrheit. Freiwillige Kreuzritter eines neuen und veredelten Gemeinschaftsgedankens erhebt das neue Christusbanner einer sittlichen und christlichen Wiedergeburt, sagt Fehde an der Finsternis und Gottesferne, der Kälter des Bruderzwistes, Fehde im Namen einer schwerkranken Menschheit, sie zu heilen im Namen eines christlich geadelten Gewissens. Ende Zitat. So kasuistisch und sophistisch kann nur Papstsprache sein. An diesem Tag, fährt der Autor fort, der Geburt Christi, waren wir weit entfernt von der Pax Christi, also dem Frieden Christi. Diese militante Ansprache war nicht gerade Ausdruck der strikten Neutralitätspolitik, die sich der Vatikan dünkt, in internationalen Angelegenheiten zu verfolgen. Noch unpassender wurde besagte Ansprache durch die Tatsache, dass Russland der Verbündete Englands, Amerikas und des freien Frankreichs, des von de Gaulle initiierten und geleiteten Widerstands gegen Vichy und Deutschland war. Wir lächeln beim Lesen der vehementen Behauptung der Turifer Pius XII., die uns erzählen, dass Hitlers Krieg kein richtiger Kreuzzug, da, wo jenes Wort in des Heiligen Vaters Botschaft genannt wird, gewesen sei. Die Freiwilligen, die der Papst zu den Waffen rief, waren jene der Blauen Division, der im Rahmen der Wehrmacht an der Ostfront mitkämpfenden spanischen Division, und jene von Kardinal Baudrillard in Paris rekrutierten. Hitlers Krieg ist eine hehre Maßnahme zur Verteidigung der europäischen Kultur, rief er am 30. Juli 1941 aus. Hitlers Krieg ist eine hehre Maßnahme zur Verteidigung der europäischen Kultur, ruft ein Kardinal aus. Wollt ihr das mal übersetzen in Neusprache 2017, wenn Kanzlerin Merkel von der europäischen Kultur spricht? Versteht ihr jetzt bestimmte Zusammenhänge, wenn man das so sieht? Jedoch, fährt der Autor fort, merken wir an, dass der Vatikan jetzt, wo er bestrebt ist, die afrikanischen Nationen gegen Frankreich aufzuwiegeln, kein Interesse mehr an der Verteidigung besagter Kultur hat. Ja, mit der Einwanderungsdiskussion 2017 erleben wir dasselbe. Antichrist Papst Pius XII. Ließ verlauten, Zitat, die katholische Kirche identifiziert sich nicht mit der westlichen Kultur. Ende Zitat. Die Betrügereien und krassen Gegensätze auf Seiten jener, die Satan als Vater der Lüge bezichtigen, sind endlos. Die russische Niederlage für Hitlers Armeen, dieser hehren Verteidiger der europäischen Kultur, bezog auch die jesuitischen Bekehrer mit ein. Man fragt sich, was vor einer derartigen Katastrophe die heilige Theresia gerade zu tun hatte. Antichrist Papst Pius XI. Hatte sie zur Schutzpatronin des unglücklichen Russlands erklärt und Kanonikus Kube stellte sie als lächelnd, aber furchtbar wie eine gegen den bolschewistischen Giganten aufgestellte Armee dar. Hatte die von der Kirche zu Werken aller gebrauchte Heilige von Lisieux vor der ihr vom Heiligen Vater zugewiesenen neuen und gigantischen Aufgabe kapituliert? Es wäre nicht überraschend. Anstelle der kleinen Heiligen aber gab es noch die Himmelskönigin, die bereits 1917 auf sich genommen hatte, unter bestimmten Bedingungen das schismatische Russland wieder in die Gemeinde der römischen Kirche zu führen. Lesen wir, was Lacroix dazu schrieb. Und bevor wir jetzt Lacroix zitieren, möchte ich nochmal eben darauf hinweisen, dass ich ja schon ein paar Mal in Lesungen dieses und wahrscheinlich auch anderen Bücher erwähnt habe, dass man sich das Buch anschaffen sollte, Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All von 2006. Also Königin des Islam, Königin von Rom und Königin von allen. Da
Wenn man das Buch gelesen hat, dann versteht man diese ganze Fatima- und Marienerscheinung noch viel kräftiger. Und natürlich wird darauf auch eingegangen, auf das, was wir hier jetzt gerade lesen. Also, das Buch Queen of Islam, Queen of Rome, Queen of All. Nein. Besorgt euch das. Gibt's gratis im Internet. Könnt ihr runterladen. Aber fahren wir fort mit dem Zitat aus La Croix. Die Zeitschrift kennen wir inzwischen zur Genüge. Wir werden unsere Leser daran erinnern, sagt La Croix, dass die Jungfrau von Fatima höchst selbst die Bekehrung der Russen, wenn alle Christen aufrichtig und freudig sämtliche Gebote Gottes täten, versprochen hat. Ende Zitat aus La Croix vom 11. Juni 1947. Es sei betont, dass den Jesuitenpatres zufolge, die in übernatürlichen Fragen Spezialisten sind, die himmlische Mittlerin als besonders wirksam den täglichen Gebrauch des Rosenkranzes empfohlen habe. Durch einen Tanz der Sonne, ein Wunder, das 1950 in den Gärten des Vatikans noch einmal, also nach 33 Jahren nach dem ersten Auftreten 1917 in Fatima, alleinig für seine Heiligkeit Pius XII. Auftrat, wurde das Versprechen der Jungfrau sogar noch versiegelt. Dennoch marschierten die Russen in Berlin ein, trotz des vom Papst angemahnten Kreuzzugs, und haben, soweit wir wissen, Chruschtschows Landsleute im Bürgergewand und den Strick um den Hals vor den Türen des Petersdoms zu erscheinen, bis heute keinerlei Eifer gezeigt. Was lief da falsch? Hatten Christen bis dahin zu wenig ihre Rosenkränze aufgesagt? Hatte man des Himmels erforderliche Zehnzahl nicht erfüllt? Zu glauben, dies sei der Grund, wären wir versucht, gäbe es da nicht in der wunderbaren Geschichte von Fatima jenes eher heikle Detail. Dass 1917 zweckmäßigerweise der Hellseherin Luzi gegebene Versprechen der Bekehrung Russlands wurde von ihr erst 1941, als sie Nonne geworden war, enthüllt und im Oktober 1942 von Kardinal Schuster, einem leidenschaftlichen Anhänger der Rom-Berlin-Achse, öffentlich bekannt gegeben. Letzteres geschah auf Wunsch oder wohl vielmehr auf Befehl Antichristpapst Pius XII., der 3 Monate später den oben genannten Aufruf zum Kreuzzug ausgab. In der Tat sehr erleuchtend. Aber wollen wir mal eben gucken, ob ich hier von Fatima... Habe ich meine Bilder gar nicht aufgemacht hier. Ob ich hier von Fatima das Bild euch mal eben zeigen kann. Der Computer arbeitet nicht so schnell, das kennen wir ja inzwischen. Tut mir leid dafür. Aber eben schauen, ob er das mit den Bildern hier macht. Ich weiß, dass ich da Bilder von Fatima habe, aber unter welchem Namen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber das mit der tanzenden Sonne zum Beispiel, das habe ich da schon drin. Ob er das jetzt auch findet, weiß ich nicht. Aber das ist ja vielleicht mal ganz interessant, dass wir uns ein Bild davon anschauen können, während wir hier darüber sprechen. Ne? Also hier haben wir zum Beispiel das Bild, was ich glaube ich meinte. Das ist unsere Frau von Fatima, die Marienerscheinung von 1917 hier in ein Bild gefasst. Und eine dieser Kinder hier ist die Schwester Luzi, von der wir hier sprechen, die übrigens erst 2005 gestorben ist. Ja? Also die war ja damals 1917 noch ein Kind und ist halt, hat halt gelebt bis 2005. Diese Marienerscheinungen, für diejenigen, die es noch nicht wissen oder noch nicht verstehen, das sind dämonische Erscheinungen, die von Satan geleitet sind, der ja seine Helfer hat, um allen möglichen Menschen und alles Mögliche irgendwo zu erscheinen. Aber fahren wir nochmal eben fort mit dem letzten Satz, den ich hier gelesen hatte. In der Tat sehr erleuchtend. Einer der Fatima-Apologeten gibt es zu, Zitat, die Sache büßt offensichtlich einiges von ihrem prophetischen Werte ein. Mindestens das kann man hier sagen. Ein gewisser Kanonikus und großer Spezialist in Sachen portugiesisches Wunder erzählt uns im Vertrauen, und doch muss ich gestehen, dass ich selbst einen echten Widerstand zu überwinden hatte, meine ersten Buchausgaben durch den Text zu ergänzen, den seine Eminenz Kardinal Schuster der Öffentlichkeit bekannt gegeben hatte, weil mir diese Orakel dunkel erschienen und das, was ich davon verstand, im 20. Jahrhundert unmöglich. Nun, gewiss verstehen wir des lieben Kanonikus Empfindung. Also habe die heilige Jungfrau 1917 zur Hirtin Luzi gesprochen.
Zitat: Wenn ihr auf meine Bitte hört, dann wird Russland bekehrt. Ende Zitat. Und beauftragte das Mädchen, dieses Geheimnis für sich zu behalten. Wie aber konnten dann die Christen besagte Bitte erfahren und erfüllen? Credibile qua ineptum, glaubhaft, weil töricht. Es macht den Eindruck, als hätten die Gebete von 1917 bis 1942 um des unglücklichen Russlands willen keine Notwendigkeit gehabt. Und erst nach der nationalsozialistischen Niederlage von Moskau und als Paulus in Stalingrad eingeschlossen war, waren sie anscheinend dringend nötig. Das ist der einzige Schluss zumindest, den diese späte Enthüllung zulässt. Das Übernatürliche ist, wie schon gesagt, ein gewaltig Ding. Doch erfordert der Umgang mit ihm Bedacht. Nach Montoire, dem deutsch-französischen Beschluss der Zusammenarbeit am 24.10.1940 in französischen Montoire, also nach dieser Zusammenkunft in Montoire, sprach Jesuitengeneral Halke von Ledokowski schon voll Hochmut von der Generalkongregation, die die Kompanie, nachdem England kapituliert haben würde, in Rom abhielte, von der Bedeutung und Genialität dessen, das in seiner ganzen Geschichte keine Entsprechung fände. Aber der Himmel entschied anders, trotz der heiligen Theresia und Gottesmutter Fatima. Großbritannien rüstete sich gegen den Feind, die Vereinigten Staaten traten in den Krieg ein, obwohl sich die ganze Zeit Jesuitenpater Coughlin derart ins Zeug gelegt hatte. Die Alliierten landeten in Nordafrika und der Russlandfeldzug war für die Nazis ein Desaster. Für Ledokowski war es das Aus eines großen Traums. Wehrmacht, SS-Säuberer und jesuitische Bekehrer traten geschlossen den Rückzug an. Der General hatte für eine derartige Katastrophe nicht mehr die Gesundheit und starb. Darauf hatte ich ja bereits in einer der letzten Sendungen gesagt, dass es wohl das Gerücht gibt, das ich nicht bestätigen kann aufgrund von Untersuchungen, dass der Onkel von Heinrich Himmler, der Gebhard Himmler, wohl da involviert war, eventuell den Ledokowski hier vergiftet zu haben. Ob das auch wirklich so war, wie gesagt, das weiß ich nicht. Doch schauen wir, was das besagte Russikum ist, um das Antichrist Papst Pius XI. Und von Ledokowski 1929 die reiche und bunte römische Organisation erweiterten. Zitat: Mit der apostolischen Konstitution quam curam de orientalibus, also hinsichtlich der Sorge um die Orientalischen, schuf Antichrist Papst Pius XI. In Rom besagtes russische Seminar, wo junge Apostel jeder Nationalität ausgebildet würden, unter der Bedingung, dass sie vor allen anderen den orthodoxen Ritus annehmen und sich ihr Denken darauf ausrichte, dass sie sich voll und ganz der Aufgabe widmen, Russland zurück in die Herde Christi zu bringen. Also heim unter die Fittiche, unter die Flügel der römisch-katholischen Kirche. Das ist das Ziel des russischen Kollegs alias Russikum, des päpstlichen orientalischen Instituts und der Gregorianer, dieser drei ebenfalls der Societas Jesu verwalteten Zentren. In der Gregorianer, gelegen an der Nummer 45 Piazza del Gesù, finden wir das jesuitische Noviziat und einige unter den Novizen tragen den Namen Russipeten, also Russlandbitter, da sie dafür bestimmt sind, Petere Russian, lege ich jetzt mal im Englisch vor, also für Russland zu bitten, Petere Russiam, Entschuldigung, so klingt das ja wohl, Petere Russiam, also für Russland zu bitten oder nach Russland zu gehen. Orthodoxe Gläubige sollten auf der Hut sein, denn derart viele tapfere Verfechter sind dazu bestellt, sie auszumerzen. Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass der oben genannte Homme Nouveau versichert, also neue Mann, Homme Nouveau, Zitat: Freilich ist jeder dieser Priester dazu bestimmt, nach Russland zu gehen. Nur, dass sich dieses Projekt noch nicht realisieren lässt. Aus Homme Nouveau vom 7. Dezember 1958. Also wird wohl eine Zeitschrift oder eine Zeitung sein. Der neue Mensch. Laut dieser speziellen Publikation nennt die sowjetische Presse besagte Apostel die vatikanischen Fallschirmspringer.
Und vom Zeugnis eines über das Thema gut informierten her kommen wir zu dem Schlusse, dass dieser Name ganz gut zu Ihnen passt. Der Fragliche ist kein geringerer als der Jesuit Alighiero Tondi, Professor an der päpstlichen Universität Gregoriana, der, wenn auch nicht ohne einen beträchtlichen Streit, Ignatius von Loyola und die Exerzitien verwarf und sich aus der berühmten Kompanie samt ihren Pomp und Treiben zurückzog. Alighiero Tondi. Aber interessant, sich den mal kurz anzuschauen. Mal sehen, ob wir den hier bei den Abbildungen im Internet bei Google mal eben finden. Alighiero Tondi. Er wurde geboren 1908 und war zu dem Zeitpunkt hier immer noch am Leben. Ich meine, das hier müsste ein anderer sein, weil den hier kenne ich. Nee, doch nicht. Das ist er. Alighiero Tondi. Oh, ein sehr kleines Bild. Oh, mal sehen, ob wir ein bisschen größer kriegen, sonst seht ihr das ja. Sonst könnt ihr das ja gar nicht erkennen hier. Na, alles solche kleinen Bilder. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Naja. Das hier ist vielleicht besser. Alighiero Tondi. Okay? Ein Professor an der päpstlichen Universität Gregoriana, also in Rom selbst, der Ignatius von Loyola und die Exerzitien verwarf und sich aus der berühmten Kompanie zurückzog. Soweit man sich überhaupt lebendig aus der Kompanie Jesu jemals zurückziehen kann. In einem Interview, das er einer italienischen Zeitung gab, lesen wir neben anderen Erklärungen Folgendes. Ein Zitat von Alighiero Tondi. Die Aktivitäten des Collegium Russicum und weiterer mit ihm verknüpfter Organisationen sind viele und vielfältige. Beispielsweise organisieren und koordinieren die Jesuiten im Verein mit italienischen Faschisten und dem, was vom deutschen Nationalsozialismus übrig ist, auf Anordnung der kirchlichen Autorität verschiedene antirussische Gruppen. Das Endziel ist es, schließlich bereit zu sein, die östlichen Regierungen zu stürzen. Finanzen fließen von den herrschenden kirchlichen Organisationen. Das ist die Arbeit, um die sich die Führer des Klerus bemühen. Selbige würden bereitwillig vor Gram ihre Soutanen zerreißen, wenn man sie wegen Einmischung in die Politik und Nötigung der östlichen Bischöfe und Geistlichen, sich gegen ihre Regierungen zu verschwören, beschuldigte. Im Gespräch mit dem Jesuiten Andrei Urusow bezeichnete ich es als skandalös, im Osservatore Romanum, dem offiziellen Organ des Vatikans, und in anderen kirchlichen Publikationen zu versichern, dass die enttarnten Spione Märtyrer des Glaubens gewesen seien. Urusow brach in Gelächter aus. »Was würden Sie denn schreiben, Pater?« fragte er mich. »Würden Sie sagen, dass es Spione waren oder sogar noch Schlimmeres?« Die vatikanische Politik braucht heutzutage Märtyrer. Nur, dass sich momentan schwerlich welche finden lassen. Man erfindet sie. Das Spiel ist aber unehrlich. Ironisch schüttelte er den Kopf. Sie sind naiv, Pater. Von ihrer Arbeit her sollten sie es besser wissen als jeder andere, dass die Kirchenführer inspirierenden Regeln schon immer dieselben waren. Und Jesus Christus? Fragte ich. Er lachte und sagte, an Jesus Christus darf man nicht denken. Dächten wir an ihn, endeten wir am Kreuz. Und heute ist es Zeit, statt selber an ihm erhöht zu werden, andere daran zu schlagen. Ende Zitat. Aus der Zeitschrift oder Zeitung Il Paese erschienenes Interview vom 2. Oktober 1954. Wie es also der Jesuit Urusow so schön sagte, die vatikanische Politik benötigt Märtyrer, seien es Freiwillige oder nicht. Und Millionen solche schuf sie in beiden Weltkriegen. Tja, unter anderem 6 Millionen Juden, die Märtyrer sind für ihr Land, für Israel, dieses Witzland, was sie da gegründet haben, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was sie ohne den Holocaust auch niemals bekommen hätten. Und die ganzen Märtyrer, die ganzen Soldaten, die mehr oder weniger als Märtyrer dargestellt werden. Nur für mich als bibelgläubigen Christen ist die Sache ziemlich einfach. Ein Märtyrer ist jemand, der stirbt für Jesus Christus. Der stirbt für seinen Glauben.
der keine Kompromisse eingeht, der keinen Dialog eingeht, der sola scriptura, die Bibel und die Bibel alleine hochhält und dafür sein Leben lässt, für die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die zählt in dieser Welt, nämlich die Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist für mich ein Märtyrer. Und darüber hatten wir ja auch schon gesprochen in dem Buch Alle Wege führen nach Rom. Märtyrer oder Heilige in dem Kapitel, wie ihr euch vielleicht erinnert. Könnt ihr euch ja sonst nochmal anschauen. Die römisch-katholische Kirche, was die als Märtyrer vorbringt, das sind keine Märtyrer im biblischen Sinne. Aber ich glaube, wir lesen nochmal eben weiter. Das Buch lässt sich ja ziemlich interessant an hier. Und wir haben jetzt gerade mal eine halbe Stunde gelesen. Das Kapitel hier ist vorbei, also lesen wir im nächsten Teil, im Kapitel 8. Papst Johannes der 23. lässt die Maske fallen. Papst Johannes der 23. ist der Papst, der das Zweite Vatikanische Konzil 1962 oder 1963 einberufen hat. Ja? Gibt es eine ganze Menge Bilder von ihm, die ich hier habe. Fangen wir mal mit diesem hier an. Dieses Bild hier ist Papst Johannes der 23. in der Mitte natürlich mit seiner Tiara. Die dreifache Krone, die dreistöckige Krone, die Gewalt des Papstes symbolisiert über A, den Himmel, B, die Erde und C, die Hölle. Hier auf einem Bild festgehalten, wo er 1962, das war glaube ich im Dezember, also ziemlich zum Ende des Jahres hin, Vatikan II, das Zweite Vatikanische Konzil, eröffnet. Dieser Papst lässt nach dem Titel des Kapitels 8 in diesem Buch die Maske fallen. Tja, dann schauen wir mal, was der Autor dazu zu sagen hat. Von allen in dieser Welt allgemein akzeptierten Fiktionen ist der dem Heiligen Stuhle zugesprochene Geist des Friedens und der Liebe die wohl am schwersten auszurottende, da dieser Geist der Natur des apostolischen Meisters schlechthin innezuwohnen scheint. Trotz der nicht gänzlich bekannten oder zu schnell vergessenen Lektionen der Geschichte muss der sich selbst Statthalter Christi, Vicarius Filii Dei nennt, in den Augen vieler notwendigerweise das vom Evangelium gelehrte Ideal der Liebe und Brüderlichkeit verkörpern. Wollen nicht Logik und Gefühl gleichermaßen, dass es so sei? In Wirklichkeit klären uns die Ereignisse darüber auf, dass besagte positive Annahme stark abgeflaut sein muss, und wir glauben, dass es bislang hinreichend demonstriert wurde. Doch die Kirche ist umsichtig. Wie wir oft erinnert werden, und es ist selten, dass ihre wahren Aktionen nicht von den unerlässlichen Vorkehrungen umgeben sind, die sich des äußeren Anscheins annehmen. Besser arm in Ehren als reich in Schanden, sagt das Sprichwort. Doch reich und in Ehren ist noch besser. Die Bibel sagt, eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Also wie kann man denn reich und in Ehren sein? Aber das ist eben antichristliche Lehre. Gut. Die Maxime, von der sich der steinreiche Vatikan leiten lässt, reich und in Ehren. Seine politische Herrschsucht bedient sich stets geistlicher und humanitärer Vorwände, die über eine durch einen Goldgürtel bescherte intensive Propaganda Urbi et Orbi verkündet werden. Und der auf diese Art konservierte gute Ruf macht den Goldstrom zu besagtem Gürtel ohne Unterlass fließen. Ein Abrücken von jenem Verhaltensgrundsatz gibt es für den Vatikan nicht. Und wo die Stellung, die er in internationalen Angelegenheiten einnimmt, durch die Haltung seiner Hierarchie deutlich zutage tritt, da wird durch jene feierlichen und zweideutigen Enzykliken und andere päpstliche Dokumente die Legende von der absoluten Unparteilichkeit lebendig gehalten. Beispiele dieser Art hat die Hitler-Ära erst unlängst angehäuft. Doch wie könnte es auch anders sein, bei einer autoritativen Macht, die man als übernatürlich und zur gleichen Zeit allumfassend ansieht. Also über diese politische Einstellung des Vatikan könnte ich stundenlang erzählen.
Aber ich brauche das nicht. Tom Fress hat das für mich gemacht. Er hat nämlich das Buch gelesen und analysiert von Francis Rooney, The Global Vatican. Ja? Habe ich ja schon öfter von gesprochen. Und wenn ihr Englisch könnt, dann solltet ihr euch das Ganze hier anschauen, seine Lesung. Das sind zwar 99 Videos von jeweils 50 Minuten, nichtsdestotrotz ist das ein absolutes Muss, dieses Buch gelesen zu haben. Das kann ich euch erzählen. Wir haben hier gerade davon gesprochen, dass eben der Vatikan immer versucht, nach außen hin auf seine Unparteilichkeit zu plädieren. Ja? Wie hier zum Beispiel jetzt geschrieben steht, ne? In dem Satz, müssen wir den ganzen Satz hier lesen oder was? Päpstliche Dokumente, die Legende von der absoluten Unparteilichkeit lebendig gehalten. Und der Punkt ist ja der folgende, und das wird in dem Buch The Global Vatican ganz, ganz deutlich. Dieser Punkt, den ich jetzt anspreche. Nach außen hin erscheint der Vatikan als unparteilich. Er erscheint deswegen als, zwischen Anführungsstrichen, der Prinz des Friedens. Ein Titel, der unserem Herrn Jesus Christus zukommt und nicht dem Vatikan. Nun, der Punkt ist, dass wir gelernt haben, dass der Vatikan, dass die römisch-katholische Kirche, das immer noch heidnische römische Reich, wie in Daniel vorhergesagt, das letzte Reich auf dieser Erde sein wird, dass das in allererster Linie eine politische Macht ist. Ja? Diese politische Macht steuert rechts an der einen Seite und links auf der anderen Seite. Steuert mit anderen Worten zum Beispiel den deutschen Nationalsozialismus vor und während des Zweiten Weltkrieges rechts und seit 1917, seit der Russischen Revolution, den Kommunismus in der Sowjetunion in der damaligen Zeit. Das heißt, beide Seiten werden kontrolliert vom Vatikan. Und dann wiegelt man die beiden gegeneinander auf, weil in Deutschland gibt es ja die Feinde der römisch-katholischen Kirche in Form von Preußen, wo wir ja gelernt hatten, dass man die preußische Vorherrschaft in Deutschland schon mal brechen wollte, schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 gibt es natürlich auch die Feinde des Vatikans in Russland, nämlich die russisch-orthodoxische Kirche, die sich ja 1054 von der römischen Kirche getrennt hat. Wir dürfen nicht vergessen, die russisch-orthodoxe Kirche ist auch katholisch. Die römisch-katholische Kirche ist eben, wie der Name sagt, auch katholisch. Das sind beides katholische Kirchen, das haben sie gemein. Der einzige Unterschied ist, dass die Orthodoxen in Russland nicht das Primat des Papstes anerkennen. Okay? Also, wenn wir dann lesen im Global Vatican zum Beispiel, wie der Vatikan die rechte und die linke Seite jeweils steuert, dann kann er sich natürlich nach dem Zusammenprall der beiden vortun als unparteiliche dritte Partei, die dann eben Frieden stiftet. Und das genau ist, was der Vatikan seit dem Einsetzen 1929, dem Wiedereinsetzen, dem Heilen der Wunde, macht. Das hat er gemacht zum Ende des Zweiten Weltkrieges und damit haben sie die Vereinten Nationen gegründet. Die Vereinten Nationen, denen die Amerikaner nach dem Ersten Weltkrieg nicht beitreten wollten, als sie noch die League of Nations hieß, ja, die Liga der Nationen hieß, wollten die Amerikaner nicht beitreten. Also hat man den Zweiten Weltkrieg gebraucht, um die Amerikaner zu zwingen, in die Vereinten Nationen mit einzutreten. Der Vatikan hat hier seine politische Macht gebraucht, die er hat. Dadurch, dass er sämtliche politische Parteien rechts und links in jedem Land steuert, kann er immer, wenn er selber an die Unparteilichkeit festhält, ja, dann kann er tatsächlich zum Ende solcher Konflikte auftreten als Unparteilicher, als Prinz des Friedens, zwischen Anführungsstrichen, und kann dafür sorgen, dass die Parteien Frieden schließen. Natürlich aufgrund der Konditionen des Vatikan, die bereits vorher festgelegt wurden. Eine andere Art und Weise, das auszudrücken, ist die Hegelsche Dialektik. Das kennt ihr doch sicher. Von der Hegelschen Dialektik habt ihr ja auch schon mal gehört. Hab ich ja auch schon mal
Ah, das ist ein Text hier. Okay, das schauen wir uns nicht an, das ist Englisch. Hier, Hegels Dialektik. Das ist zwar auch in Englisch, aber das kann man ja verstehen soweit, ne? These, Antithese, Synthese. Und das ist das Arbeiten des Vatikan. Das Einzige, was der Vatikan schaffen muss, ist in der Zwischenzeit dafür zu sorgen, dass er von außerhalb, also von Beobachtern außerhalb, als unparteilich, unabhängig beschaut wird. Und das genau ist das. Das genau ist die Politik. Und so schafft der Antichrist es, als zwischen Anführungsstrichen Christus auf Erden, von all seinen Katholiken anerkannt zu werden. Das ist alles, was dahinter steckt. Das System muss man erst einmal begriffen haben. Unter anderem das System der Hegelschen Dialektik. Und eben begreifen, dass der Vatikan hinter aller politischer Macht steht. Weil der Vatikan, die römisch-katholische Kirche, ist in der ersten Stelle, an erster Stelle eine politische Macht, keine kirchliche Macht. Also, Beispiele dieser Art hat die Hitler-Ära erst unlängst angehäuft. Doch wie könnte es auch anders sein bei einer autoritativen Macht, die man als übernatürlich und zur gleichen Zeit allumfassend ansieht? Das ist, wie der Vatikan eben in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Ja? Die Vorkommen, wo man die Maske hat fallen sehen, sind äußerst selten. Denn auf dass die Welt eines derartigen Schauspiels Zeuge würde, bedürfte es einer Eventualität, die aus der Sicht des Heiligen Stuhls seine lebenswichtigen Interessen in Gefahr brächte. Erst dann wirft er sämtliche Zweideutigkeit zur Seite und gibt sämtliches ihm zur Verfügung stehende Ansehen in eine der Waagschalen. So geschehen in Rom am 7. Januar 1960 hinsichtlich des Gipfeltreffens, das in dem Bemühen, die Bedingungen einer wirklich friedlichen Koexistenz zwischen den Verteidigern der beiden gegensätzlichen Ideologien auszuhandeln, Oberhäupter östlicher und westlicher Regierungen zusammenbringen sollte. Die Position des Vatikans vor einem derartigen Vorhaben lässt uns freilich in keinerlei Zweifel. Das demonstrierte in den Vereinigten Staaten Kardinal Spellman, Francis Joseph Cardinal Spellman, dem wir den Vietnamkrieg zu verdanken haben, deutlich, indem er die Katholiken drängte, Chruschtschow, als dieser zu Gast beim amerikanischen Präsidenten war, ihre Feindseligkeit zu zeigen. Seinerseits und ohne es klar zu äußern, zeigte seine, zwischen Anführungszeichen, Heiligkeit, Antichrist Papst Johannes der 23. in seiner Weihnachtsbotschaft keine große Lust zur Entspannung. Die von ihm formulierte Hoffnung, in der Welt den Frieden hergestellt zu sehen, ein Wunsch, der in einem derartigen Dokument ein Muss ist, schien, mit den vielen ihn begleitenden Appellen an die Klugheit westlicher Politiker, sehr schwach. Bis hierher schaute der Vatikan aber dennoch freundlich drein. Wir nehmen nochmal das Bild des Papstes hierzu. Was aber geschah dann? In weniger als zwei Wochen war etwa im Dahinfahrensehen der Ersteren eine weitere lang gehegte Hoffnung geplatzt. Fing etwa infolge der Entscheidung Gronchis, des Präsidenten der Italienischen Republik nach Moskau zu gehen, der Kelch der römischen Bitterkeit an zu überlaufen? Was auch immer ablief. Am 7. Januar brach plötzlich der Sturm los und das geistliche Donnerwetter entlud sich mit unbekannter Wucht über die christlichen Politiker, schuldig des Wollens, dass der Kalte Krieg ein Ende fände. Am 8. Januar druckte Le Monde das Folgende ab, Zitat. An dem Tage, da der Präsident der Italienischen Republik sich zur Abstattung eines sorgfältig vorbereiteten offiziellen Besuchs der Moskauer Führung aufmachte, hielt Kardinal Ottaviani, der Amtsnachfolger Kardinal Pizzardos, als Sekretär der Glaubenskongregation, das ist, bitteschön richtig verstehen, Glaubenskongregation, das ist der neue
schöne Name, den sie an die Inquisition geben, also der Amtsnachfolger Kardinal Pizarros als Sekretär der Glaubenskongregation bzw. Präfekt des obersten Gerichtshofs der apostolischen Signatur in der Marienbasilika bei einem morgendlichen Versöhnungsgottesdienst für die Kirche des Schweigens eine Rede, die höchst erstaunlich ist. Ende Zitat. Nie zuvor hat ein einen der wichtigsten vatikanischen Posten innehabender Kirchenfürst die sowjetischen Behörden mit derartiger Wucht attackiert, noch die Westmächte, die mit jenen verhandelten, in dieser Weise gerügt. Von jener heftigen Rede, die die von Le Monde soeben verwendete Bezeichnung höchst erstaunlich mehr als rechtfertigte, bot die Tageszeitung wesentliche Auszüge. Timurs Zeiten sind zurück. Ja, Timur war ein asiatischer Eroberer aus Transoxanien, der lebte zwischen 1336 und 1405. Timurs Zeiten sind zurück, versicherte Kardinal Ottaviani. Und die russische Führung wurde als neue Antichristen beschrieben und es heißt, sie verurteilen zu Deportation, inhaftieren, richten Massaker an und hinterlassen nichts als Öde. Der Redner war schockiert, denn keiner mehr nun scheut sich, ihnen die Hände zu schütteln. Und ganz im Gegenteil entwickelte sich ein Wettrennen darum, wer sie ihnen wohl als erster schüttle und ein Lächeln mit ihnen tausche. Anschließend erinnerte er seine Zuhörer, dass Antichrist Papst Pius XII. Sich, als Hitler nach Rom kam, nach Castel Gandolfo zurückzog, vergaß aber gleichzeitig hinzuzufügen, dass eben dieser Pontifex Maximus einst mit Hitler ein für die Kirche höchst vorteilhaftes Konkordat abgeschlossen hatte. Na, darüber hatten wir ja schon des Öfteren gesprochen, über das Konkordat. Aber es gibt ja immer wieder mal neue Zuschauer. Wollen wir eben sehen, ob ich das Bild hier schnell aufrufen kann, des Konkordats, von wo verschiedene bekannte deutsche Gesichter dieses Konkordat, diesen Vertrag zwischen der römisch-katholischen Kirche und dem Deutschen Reich damals unterschrieben hatten. Wir haben hier eins auf der linken Seite Ludwig Kaas, ich mache es mal eben ganz groß. Hier haben wir Ludwig Kaas auf der linken Seite, Franz von Papen, Malteserritter und zweiter Mann hinter Hitler, dann Giuseppe Pizarro, Eugenio Pacelli, den wir ja als Nuntius kannten in Deutschland zwischen 1917 und 1929, der dann hier 1933 als Staatssekretär im Vatikan die Unterzeichnung des Konkordats mitmacht, Alfredo Ottaviani, den hatten wir ja gerade eben gesehen, den Kardinal, Rudolf Buttmann und Giovanni Montini, der spätere Papst Paul VI. Das ist derjenige, der dem Papst, den wir hier gerade eben im Bild gesehen hatten, Papst Johannes dem 23., der den ablöste. Ja? Während des Zweiten Vatikanischen Konzils starb Johannes der 23. und dann hatte Paul VI. Übernommen. Und hier sehen wir ihn bei der Unterzeichnung des Konkordats. Ja? Und das finde ich immer wieder wichtig, um das Konkordat eben nochmal zu erwähnen. Jetzt muss ich nur mal eben sehen, wo das vorteilhafte Konkordat abgeschlossen hatte. Da waren wir gerade geendet. Ausgespart wurde in jener heftigen Anklage auch nicht die Raumfahrt. Der neue Mensch glaubt, er könne durch Heldentaten im All in den Himmel eindringen und demonstriert so wieder einmal mehr, dass Gott nicht existiere. Der Kardinal meint, die westlichen Politiker und Staatsmänner seien durch den Schrecken des Verstandes beraubt, aber ihnen sei ordentlich der Kopf gewaschen, wie überhaupt allen Christen, die hier keine Reaktion und keinen Wutanfall mehr erkennen lassen. Schließlich dieser scharfe und bemerkenswerte Schluss. Zitat: Sind wir vermöge, uns mit jedweder Art von Entspannung zufrieden zu erklären, wo es innerhalb der Menschheit vor allem gar keine Art von Ruhe geben kann, es sei denn, wir beobachten einen grundlegenden Respekt vor dem Gewissen, unserem Glauben, dem mit Speichel abermals bedeckten, dornengekrönten und geschlagenen Antlitz Christi? Können wir denen unsere Hand reichen, die solches tun? Ende Zitat. Diese dramatischen Worte sind nicht in der Lage, uns vergessen zu machen, dass der Vatikan schwerlich von Respekt vor den Gewissen reden kann.
da er sie in Ländern, wo er dominiert, wie in Francos Spanien, wo die Protestanten verfolgt werden, schamlos unterdrückt. Ja, der Vatikan unterdrückt die Gewissen schamlos, weil der Vatikan sagt, der Papst ist das Gewissen der Menschen, nicht der Gott der Bibel. Das ist der große Unterschied zwischen Protestanten wie mir und den Katholiken. Dass ich die Autorität des Schöpfergottes akzeptiere als mein Gewissen und dass die Katholiken die Autorität eines Menschen, des Papstes, als ihr Gewissen akzeptieren. In der Tat ist es höchst unverschämt, fährt der Artikel fort. Insbesondere seitens des Sekretärs der Glaubenskongregation, also der Inquisition, zu fordern, dass andere jenen grundlegenden Respekt wahren, wo die römische Kirche ihn rundweg verweigert. Die Enzyklika Quanta Cura des Papstes und der Syllabus sind unmissverständlich. Zitat: Verdammt ist die Ansicht, jedermann sei frei, die Religion zu wählen und zu bekennen, die er, geführt vom Lichte der Vernunft, für wahr hält. Ende Zitat aus dem Syllabus, Artikel 15. Und Tom Fress hat die Bemerkung in einigen Sendungen gemacht. Er hatte zur Zeit, als der Papst Benedikt 2008 Amerika besucht hatte, EWTN geschaut, also das christliche Netzwerk, das Fernsehen, offizielle Internetfernsehkanal der römisch-katholischen Kirche. Und da hat ein Bischof gesessen, der eindeutig genau das gesagt hat, dass niemand das Recht hat, seine Religion frei zu wählen. Und das ist genau das, was hier in dem Syllabus in Artikel 15 steht. Verdammt ist die Ansicht, jedermann sei frei, die Religion zu wählen und zu bekennen, die er, geführt vom Lichte der Vernunft, für wahr hält. Mit anderen Worten, wenn ich Jörg sage, ich wähle die Religion, dass ich dem Schöpfungsvater der Bibel folge, der Bibel und der Bibel alleine, und dass ich Jesus Christus folge und seine Gebote halte, und ich mache das aus mir heraus, ich treffe die freie Wahl, dann bin ich verdammt. Und wenn ich verdammt bin, dann bin ich von der römisch-katholischen Kirche exkommuniziert. Und wenn ich exkommuniziert bin, bin ich vogelfrei und dann habe ich keine Rechte und dann kann die Kirche mit mir machen, was sie will. Und dann tritt für mich das in Kraft, was wir bereits unter dem Directorium Inquisitorum mehrmals besprochen hatten. So geht das in dieser Welt. Das muss man eben mal verstehen. Verdammt ist die Ansicht, jedermann sei frei, die Religion zu wählen und zu bekennen, die er, geführt vom Lichte der Vernunft, für wahr hält. Oder aber auch, wie es hier weiter steht, zu meinen, die Glaubens- und Gewissenfreiheit seien einfach jedermanns Rechte, ist Wahnsinn, sagt die Enzyklika Quanta Cura. Glaubens- und Gewissensfreiheit ist ein jedermanns Recht, ist Wahnsinn. Das sagt die römisch-katholische Kirche. Ja? Ausgehend von der Art, wie er Ketzer behandelt, nimmt es nicht Wunder, dass der Vatikan sämtliches Bemühen um Einigung zwischen christlichen Staaten und jenen, die offiziell atheistisch sind, systematisch verdammt. Non est pax impilis, kein Friede den Gottlosen. Infidels. Kein Friede den Gottlosen. Das Problem ist, diese Aussage stammt vom Vatikan, von der Synagoge Satans. Das Problem ist, die Gottlosen sind die, die ohne die römisch-katholische Kirche sind und nicht die, die ohne den Gott der Bibel sind. Diejenigen, die mit dem Gott der Bibel sind, sind diejenigen, die vom Vatikan her keinen Frieden erwarten können. So ist das zu verstehen. Non est pax impilis. Kein Friede den Bibelgläubigen. Kein Friede den wirklichen Christen. Und Jesuitenpater Cavelli verkündet, wie viele andere vor ihm, dass das dringlichste Gesetz der römischen Kirche diese Unnachgiebigkeit sei.
Als Pendant zu besagter Explosion der Wut seitens des Kardinals werden wir einen weiteren Artikel zitieren, der in selbiger Le Monde-Nummer am 9. Januar 1960 erschien. Zitat: Die Menschheit ist im Begriffe, sich einem Zustande zu nähern, wo gegenseitige Vernichtung zur Wahrscheinlichkeit wird. Kein anderes Ereignis in der heutigen Welt kann in seiner Bedeutsamkeit mit diesem verglichen werden, weshalb wir unablässig nach einem gerechten Frieden zu streben haben. Ende Zitat. So gesprochen von Präsident Eisenhower, Dwight D. Eisenhower, am gestrigen Donnerstag vor dem US-Kongress zur selbigen Zeit, als in Rom Kardinal Ottaviani die Koexistenz als Teilhabe an der Sünde Kains verdammte. Wer war denn nochmal Kardinal Ottaviani? Schauen wir doch nochmal eben. Wir haben doch das Bild hier. Alfredo Ottaviani. Hier, bitteschön, im Bild. Man muss ja den Leuten auch mal ein Gesicht geben. Ne? Und der das hier sagt in den 60er Jahren, dieser Kardinal Ottaviani, der das hier behauptet, der war einer der Mitmacher des Konkordats unterzeichnet mit dem Dritten Reich. Welches Gewissen hat der denn dann, bitteschön? Das ist doch, was wir heute sagen würden, ein Nazi. Hoch in der römisch-katholischen Hierarchie. Ja? Also, schreiender kann der Kontrast zwischen zwei Denkweisen überhaupt nicht sein. Der menschlichen und der theokratischen und nicht offensichtlicher die wegen jenes Kerns des blinden Fanatismus, den wir Vatikan nennen, über der Welt schwebende tödliche Gefahr. Sein heiliger Egoismus ist derart, dass die Umstände und die dringende Notwendigkeit eines internationalen Abkommens, um so die Menschheit bedrohende totale Ausrottung zu verhindern, keine Rolle spielen. Der Sekretär der Glaubenskongregation, dieser Nachfolgeorganisation des die Inquisition geleitet habenden heiligen Offiziums mit seiner nur allzu bekannten Vergangenheit, und da muss ich mal eben euch einen kleinen Hinweis geben, das nächste Buch, das ich lesen werde, in Stunde der Wahrheit, ist ein Dreibänder von knapp 2000 Seiten, das von Henry Charles Lear geschriebene Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Und da hier steht, dieser Nachfolgeorganisation des die Inquisition geleitet habenden heiligen Offiziums mit seiner nur allzu bekannten Vergangenheit, diese Vergangenheit, die bekannt sein sollte, es aber leider nicht ist, die werde ich euch bekannt machen durch das Buch Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear vorzulesen. Drei Bände, 2000 Seiten. Danach könnt ihr nicken und sagen, ja, eine sehr bekannte Vergangenheit des heiligen Offiziums der Inquisition. Aber gut, lesen wir den Satz nochmal von Anfang an, dass wir ihn bitte schön verstehen, ohne meinen Kommentar damit bei. Ich verändere das Bild hier eben nochmal. Und dann fahren wir fort hier. Der Sekretär der Glaubenskongregation, also dieser Nachfolgeorganisation des die Inquisition geleitet habenden heiligen Offiziums mit seiner nur allzu bekannten Vergangenheit, zieht derartige Eventualitäten nicht in Betracht. Ob die Russen zur Messe gingen, darauf komme es an. Und wenn Präsident Eisenhower das nicht verstünde, dann, weil er durch den Schrecken des Verstandes beraubt sei, um mit den Worten des aufgebrachten Porporatos zu reden. Die rasende Wut der Rede Kardinal Ottavianis erheitert und schockiert uns gleichermaßen. Und viele denken, dass es dieser Aufwiegler schwer haben wird, zwischen Anführungsstrichen Christen klarzumachen, dass die Atombombe dankbar anzunehmen sei. Doch seien wir auf der Hut. Hinter diesem Sprecher des Heiligen Stuhls steht die ganze päpstliche Organisation und insonderheit besagte, verborgene, nicht aus gewöhnlichen Soldaten gebildete Jesuitenarmee.
Sämtliche Mitglieder jener berühmten Kompanie arbeiten in den Machtetagen und ihre Aktivitäten können ohne viel Aufsehens außerordentlich wirksam, sprich unheilvoll sein. Gerüchte wurden laut, dass Kardinal Ottavianis brutale Einstellung nicht exakt das Denken des Heiligen Stuhls reflektiere, sondern das der sogenannten integristischen Bewegung. Also, eine integristische Bewegung, wird hier erklärt, ist ein typisch synarchistisch, eine für die gerechte Politik alle Klassen betreibende Zusammenherrschaft anstrebenden, rechtsextremen und oft offen mystisch-katholischen Bewegung. Also, Gerüchte wurden laut, dass Kardinal Ottavianis brutale Einstellung nicht exakt das Denken des Heiligen Stuhls reflektiere, sondern das der sogenannten integristischen Bewegung. Die katholische Presse, zumindest in Frankreich, versuchte die Bedeutung jener heftigen Rede abzuschwächen und Lacroix vor allem druckte nur einen kurzen Auszug ab, aus dem man sämtliche Heftigkeit herausgelassen hatte. Wirklich weiser Opportunismus, nur konnte er keinem etwas vormachen. Es ist eben nicht möglich, dass von der Kanzel der Marienbasilika herab eine derart scharfe Kritik von außergewöhnlicher politischer Bedeutung geäußert wird, ohne dass ihr der Kongregationspräfekt und schließlich der Oberhirte, also der Papst, zugestimmt hätte. Und letzterer hat, soweit wir wissen, seinen beredeten Untergebenen nie je verstoßen. So wie Papst Pius XII. Hitler nicht verstoßen hat, hat Papst Johannes der 23. den Kardinal Ottaviani nicht verstoßen. Papst Johannes der 23. konnte doch die Bombe nicht selbst abwerfen, sondern ließ vielmehr einen der wichtigsten kurialen Würdenträger an seiner Statt auftreten und gedachte, die sagt, jedermann sein stillschweigendes Einverständnis offenkundig zu machen. Überdies und durch den seltsamen Zufall fand zur selben Zeit eine verhaltenere Explosion statt, in Gestalt eines Artikels im Osservatore Romano, der wieder mal den Sozialismus, selbst den nicht marxistischen als den christlichen Wahrheit zu widerlaufen, verdammte. Jene, die den besagten politischen Fehler verübten, würden jedoch nicht ipso facto, also durch den Fakt, exkommuniziert wie die Kommunisten. Sie hätten noch die Hoffnung, der Hölle zu entgehen. Die Androhung des Fegefeuers aber bliebe. Versprach sich der Vatikan hier im heftigen Erzeigen seiner Ablehnung jedes Versuches, Ost und West zusammenzubringen, irgendwelche positiven Ergebnisse? Erhoffte er sich hier wirklich, die Staatsmänner, die besagte Friedenspolitik verfolgten, einzuschüchtern? Oder hoffte er hier zumindest eine Gegenbewegung zur Entspannung unter den Gläubigen hervorzurufen? So unvernünftig eine solche Hoffnung auch erscheinen mag, so dürfte sie doch wohl diese kirchlichen Köpfe heimgesucht haben. Deren seltsame Sichtweisen müssen einfach Illusionen dieser Art hervorbringen. Eine bestimmte Illusion konnten zudem die Wahrsager nicht vergessen haben. Eine Illusion, die sie derart lange nutzten, um jene zu täuschen, die ihnen vertrauten und die sie offenbar miteinander teilten. Hier beziehen wir uns auf die Bekehrung, und ich muss das Bild hier nochmal bringen, hier beziehen wir uns auf die Bekehrung Russlands, deren Ankündigung 1917 in Fatima von der heiligen Jungfrau persönlich gemacht worden sein soll, gegenüber der Hirtin Luzie, die schließlich in ein Kloster aufgenommen wurde und die Prophezeiung einigermaßen spät, 1942, auf Wunsch ihrer Vorseher in ihren Erinnerungen dokumentierte. Dieses Lügenmärchen mag uns erheitern, doch es bleibt die Tatsache, dass der Vatikan unter Antichrist Pius XII. Seinem Pontifikat in der ganzen Welt verbreitete, mit jeder Menge Ansprachen, Predigten, feierlichen Erklärungen, bergeweise Büchern und kleineren Schriften und Rundreisen der Statue jener neuen und sehr politischen Liebfrauenkirche quer durch jeden Kontinent, wo sogar die Tiere, wie man uns sagte, gekommen seien, um zu huldigen. Dieser lautstarken Propaganda wird sich von den Gläubigen noch deutlich erinnert, wie der wilden Erklärungen, von denen beispielsweise diese am 1. November 1952 von Lacroix abgedruckt wurde. Zitat: Fatima ist zu einem Scheideweg geworden. Das Schicksal der Nation kann besser dort als um Tische herum entschieden werden. Ende Zitat. Seine Tarifer können sich nicht länger in Zweideutigkeit flüchten. Die Wahl ist glasklar. Entspannung
oder Kalter Krieg. Der Vatikan wählt Krieg und verbirgt diese Tatsache nicht mal. Waren uns die vergangenen Erfahrungen selbst in der jüngsten Vergangenheit bislang eine Lehre, dann sollte diese Entscheidung keinen mehr überraschen. Und überraschte sie jemanden, dann dürfte es, wie wir glauben, an deren rüder Bekanntgabe liegen, ganz ohne die übliche Tarnung. Wir beginnen die Heftigkeit zu verstehen, wo wir betrachten, was der Einsatz dem römischen Bischof bedeutete. Indem wir ihn für fähig halten, dass er seine Hoffnung aufgebe, die so alt wie das morgenländische Schisma selber ist, jede Hoffnung, orthodoxe Gläubige über einen militärischen Erfolg wieder unter ihren Gehorsam zu bringen, würden wir den Vatikan fehleinschätzen. Hitlers Aufstieg entsprang dieser hartnäckigen Hoffnung. Die letztliche Niederlage aber seines Kreuzzugs öffnete der römischen Kurie noch immer nicht die Augen für das Törichte einer derartigen Bestrebung. Und es gab noch einen weiteren, viel drängenderen Wunsch. Die Befreiung Polens, die Befreiung Ungarns und die Befreiung der Tschechoslowakei, dieser recht bekannten Kirche des Schweigens, die eine solche mittlerweile und nur infolge der für den Heiligen Stuhl unerwarteten Wende der Ereignisse im Nazi-Feldzug geworden ist. Allzu viel ist ungesund, ein weises Sprichwort, das Fanatiker jedoch niemals inspirierte. So, dann wollen wir eben schauen, wie weit das hier noch geht. Das sind dann doch noch 2,5 Seiten und dann sind wir am Schluss. Dann werde ich das eben doch noch weiter vorlesen, weil wir danach ja zum Schluss kommen. Und den heben wir uns sicher für ein eigenes Video auf. Also wird das hier ein bisschen länger dauern. Um seinen ostwärts gerichteten Marsch, seinen kirchlichen Drang nach Osten fortzusetzen und zunächst seine verlorenen Stützpunkte zurückzuholen, baut der Vatikan nach wie vor auf den deutschen weltlichen Arm, seinen wichtigsten europäischen Verfechter, in der Notwendigkeit neuer Kraft und Vitalität. Mit dem Kanzler und päpstlichen Geheimkämmerer Konrad Adenauer. Wollen wir mal eben sehen, ob ich da eventuell auch ein Bild von habe. Da bin ich mir nicht so sicher, dass ich von Adenauer ein Bild habe. Aber wenn ich das nicht habe, dann können wir uns das ja mal hier raussuchen. Konrad Adenauer. Jeder kennt den. Aber trotzdem kann man ja eben nochmal ein Bild von dem zeigen, während wir hier in dem Buch davon lesen. Da könnt ihr euch ja raussuchen, welches Bild ihr wollt. Das ist ja allemal. Der übrigens auch schon, naja, CDU war und Zentrumpartei und rechts, also muss man ja gar nicht mehr weiter drauf rauskommen. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Mit dem Kanzler und päpstlichen Geheimkämmerer Konrad Adenauer. Wusstet ihr, dass der ein päpstlicher Geheimkämmerer war? Derselbe Titel, den von Papen hatte? Hatte er an die Spitze der Bundesrepublik Deutschland, den westlichen Teil des Großdeutschen Reiches, einen Vertrauten gesetzt. Und die von diesem verfolgte Politik lässt für mehr als 15 Jahre deutlich den Stempel des Heiligen Stuhls erkennen. Zunächst große Vorsicht und eine opportune liberale Geisteshaltung an den Tag legend, arbeitete der von seinen Landsleuten mit dem Spitznamen der alte Fuchs bedachte Mann an der Wiederaufrüstung seines Landes. Selbstverständlich war die moralische Aufrüstung der Bevölkerung und der deutschen Jugend insonderheit ein unabdingbarer Anhang der Ersteren. Deshalb werden wichtige Posten in den westdeutschen Ministerien und Behörden von nicht wenigen Personen mit berüchtigter nationalsozialistischer Vergangenheit bekleidet. Die Liste ist lang und, gerade erst zum Kriegsverbrecher verurteilt, leiten Industrielle wie Alfred Krupp von Bohlen und Halbach wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt und dann begnadigt und Friedrich Flick, ebenfalls zu 7 Jahren Haft verurteilt, 1950 entlassen, schon wieder ihre gigantischen, neu für sie aufgebauten Werke. Der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Und dieser Zweck ist klar genug, Siegfrieds neues Schwert zu schmieden. Die für die Rache erforderliche, die auch die des Vatikans ist.
Und so geschieht es auch mit genauer Gleichzeitigkeit, dass der Kanzler Kämmerer in einem einer niederländischen Zeitschrift gegebenen Interview die vom Kardinal Ottaviani eben erst vorgetragene Sturmrede widerspiegelte. Zitat: Die friedliche Koexistenz von Völkern, deren Standpunkte völlig entgegengesetzt sind, ist eben eine Illusion, die leider noch zu viele Unterstützer findet. Ende Zitat von Elsevier's Wegblatt, zitiert von Combat am 11. Januar 1960. Eine Aussage von Kanzler Adenauer. Die am 7. Januar in der Marienbasilika gehaltene Brandpredigt, also flammende Predigt, ging wie zufällig Konrad Adenauers Rombesuch um wenige Tage voraus. Die Berichte der Presse unterstrichen einstimmig die freundliche und verständnisvolle Atmosphäre, die während der Privataudienz vorherrschte, die seine Heiligkeit Antichrist Papst Johannes der 23., dem deutschen Bundeskanzler und seinem Außenminister von Brentano gab. In der Lauröhre kann man sogar lesen, Zitat: Dieses Treffen bewirkte eine eher unerwartete Erklärung seitens des Kanzlers, als er auf die den Mut und Glauben des deutschen Regierungsoberhauptes lobende päpstliche Ansprache antwortete: Ich denke, dass Gott dem deutschen Volke eine besondere, in diesen bewegten Zeiten zu spielende Rolle zugedacht hat. Der Beschützer des Westens gegen die gewaltigen Einflüsse des uns bedrohenden Ostens zu sein. Ende Zitat. Combat bemerkte richtig, Zitat: Das hörten wir eben erst. Nur kürzer: Gott mit uns. Das Motto übrigens auf dem Koppelschloss der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Und jene Zeitung fügte hinzu: Dr. Adenauers Heraufbeschwörung des der deutschen Nation zugesprochenen Wirkens fand seine Inspiration in einer ähnlichen Erklärung des vorangegangenen Papstes, Pius XII. Was die Vermutung zulässt, dass der unter den gegenwärtigen Umständen diesen Satz aussprechende Dr. Adenauer davon ausging, bei seinen Zuhörern Gehör zu finden. Ende Zitat. Im Grunde müsste man selten naiv und in völliger Unkenntnis der Grundlagen der Diplomatie sein, um zu denken, dass diese unerwartete Erklärung nicht Teil des Programms gewesen sei. Wir wetten auch, dass sie keinerlei Schatten warf auf das ausgedehnte Gespräch, das Adenauer mit dem Staatssekretär des Heiligen Stuhls, Kardinal Tardini, führte, den er in der deutschen Botschaft zum Mittagessen einlud. Selbst Katholiken, die die Eingriffe der römischen Kirche in Staatsangelegenheiten längst gewohnt waren, hatte die von Kardinal Ottaviani ausgesprochene spektakuläre Einmischung der Glaubenskongregation in die internationale Politik schockiert. Aber nur, weil es offiziell passierte. Dessen war sich Rom bewusst. Die Aufrechterhaltung des Kalten Krieges aber ist für die politische Macht, ja, den finanziellen Wohlstand des Vatikans derart lebenswichtig, dass er, wenn auch er der erste Anlauf keine Gegenliebe erfuhr, die Wiederholung solcher politischen Ansichten nicht scheute. Eine weitere Gelegenheit verschaffte ihm Chruschtschows Frankreichreise im März 1960. Eine der von dem sowjetischen Ministerpräsidenten zu besuchenden Städte war Dijon. Wie sämtliche seiner Kollegen in der gleichen Situation, so hatte der Oberbürgermeister von Dijon den Gast der Französischen Republik höflich zu empfangen. Nur dass der Oberbürgermeister der Burgunderhauptstadt Canonicus Kir war und somit ein Geistlicher. Nach kirchlichem Recht war dem Priester zur Annahme des Doppelamtes mit sämtlichen daraus erwachsenen Aufgaben und Pflichten vom Heiligen Stuhl einst die ausdrückliche Genehmigung erteilt worden. Den Chruschtschow-Empfang untersagte dem Oberbürgermeister Canonicus jetzt allerdings der Bischof. Und unter diesen Umständen ging Soutane vor Amtsschärpe. Wieder einmal ist die spirituelle Macht über der weltlichen. Also begrüßte den Besucher ein für den unabkömmlichen Oberbürgermeister einspringender Mitarbeiter. Die ungezwungene Art aber, mit der die Hierarchie bei dieser Gelegenheit die weltliche Obrigkeit spottete, erweckte spitzeste Bemerkungen. Am 30. März schrieb Le Monde, Zitat: Wer ist dem Oberbürgermeister von Dijon eigentlich weisungsberechtigt? Der Bischof oder der Präfekt?
Und über diesen Vertretern der Zentralgewalt, der Papst oder die französische Regierung? Das ist die von allen gestellte Frage. Ende Zitat. Naja, ist ja wunderbar, dass die Zeitung hier die Frage mal stellt, aber das hat anscheinend kein Mensch gelesen. Und wenn's wer gelesen hat, dann hat er sich da nicht drum gekümmert, was da tatsächlich drin steht. Hier stellt eine französische starke Tageszeitung Le Monde, und wir wissen, dass alle Zeitungen katholisch kontrolliert sind, auch Le Monde, doch die Frage, wer ist dem Oberbürgermeister eigentlich weisungsberechtigt? Der Bischof oder der Präfekt? Er füllt zwei Ämter aus. Er ist einerseits, wie wir gelesen hatten hier, der Kanonikus, er ist auch ein Geistlicher, er ist ein Priester und nebenbei ist er Oberbürgermeister. Und dann kommt der Chruschtschow und er soll ihn begrüßen und die Kirche sagt, nee, und er tut's. Und die Zeitung stellt die Frage, wer ist eigentlich weisungsberechtigt? Bestimmt der Bischof, was der Oberbürgermeister zu tun hat, oder bestimmt der Präfekt? Also, das ist derjenige, der in der Provinz in Frankreich Regierungschef ist, also wie bei uns ein Ministerpräsident oder was, der Präfekt. Wer bestimmt eigentlich, was der Oberbürgermeister macht? Haben wir hier die spirituelle Macht oder haben wir hier die weltliche Macht? Welche Macht bestimmt eigentlich? Das ist die von allen gestellte Frage. Schön! Und hat Le Monde dann auch die Mühe gemacht, die Antwort abzudrucken? Die Frage könnt ihr euch ja wohl selbst beantworten. Aber die zweifelsfreie Antwort fährt natürlich der Autor fort, der genauso schlau ist wie ich in dieser Hinsicht. Erst die Theokratie, erst die spirituelle Macht. Von nun an aber müssen sich da die Gäste der Französischen Republik, um von einem Soutane tragenden Oberbürgermeister empfangen zu werden, mit Beichtzetteln eindecken. Richtig bemerkt zudem Le Monde, der Herausgeber, im oben genannten Artikel, Zitat, jenseits dieser französischen internen Frage macht uns die Kirr-Affäre ein größeres Problem bewusst. Die Tätigkeit des Vatikans hat nicht allein mit den Beziehungen zwischen einem Oberbürgermeister und seiner Regierung zu tun. In der Tat, wie sie stattfand, stellt sie einen direkten und spektakulären Eingriff in die internationale Diplomatie dar. Ein Satz, den wir uns ja wohl ganz doll anstreichen müssen. Hier hat der Vatikan mal sein wahres Gesicht gezeigt. Und das wurde in Le Monde abgedruckt. Das ist gewiss wahr. Und die von ihr nahezu aller Orten hervorgerufenen Reaktionen zeigen, dass diese Affäre von der Weltöffentlichkeit ausreichend verstanden wurde. Vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika begann die Öffentlichkeit, die bereits Zeuge der von den Kardinälen Spellman und Cushing organisierten feindseligen Demonstrationen während Chruschtschows Besuch geworden war, die wirkliche Unabhängigkeit, die ein römisch-katholischer Präsident im Hinblick auf den Heiligen Stuhl wahren könnte, in Frage zu stellen. Vor allem in den USA begann die Öffentlichkeit, die Unabhängigkeit, die ein römisch-katholischer Präsident im Hinblick auf den Heiligen Stuhl wahren könnte, in Frage zu stellen. Da sehen wir das große Problem zur Zeit, als JFK Präsident wurde, der nämlich Katholik war. Viele fürchteten in jenem Fall die keineswegs geringe Gefahr, dass sich des Landes Außenpolitik gerade jetzt den Interessen der römischen Kirche und damit der Vorverurteilung der internationalen Interessen künftig beugen würde. Nach der von Kardinal Ottaviani abgeworfenen Bombe organisierte man nunmehr gegen die Ost-West-Entspannungsbewegung öffentlich den Widerstand. Ein absurdes Instrument, mag mancher sagen, verglichen mit jenen, die drohten Nationen, die im völligen Stillstand eines knurrenden Antagonismus verharrten, früher oder später unter Trümmern zu begraben. Doch können wir sehen, wie sich der Vatikan aus den geistlichen Waffen, zu deren Gebrauch er gezwungen war, das Beste zu machen, anstrengte. Währenddessen die vatikanische Politik steuernden Jesuiten ihr Äußerstes gaben, um das Schlimmste, was je über dem Heiligen Stuhle schwebte, zu verhindern, ein internationales, den Gang zu den Waffen ausschließendes Abkommen.
Was würde aus dem Rufe des Vatikans, seiner politischen Bedeutung und sämtlichen aus ihr herrührenden Vermögens und anderen Vorteilen, würde er sich infolge eines derartigen Abkommens nicht mehr verschwören können, seinen Einfluss geltend machen, sein Zusammenwirken mit den Regierungen wegzuflunkern, manche begünstigen oder andere einschüchtern, sich Nationen entgegenstellen, zum Eigennutz Konflikte schaffen, und könnte er nicht mehr seinen maßlosen Bestrebungen dienende Soldaten finden? Niemandem und insbesondere nicht den Jesuiten bleibt es verborgen, dass eine allgemeine Abrüstung für die römische Kirche als Weltmacht das Ende wäre und das geistliche Oberhaupt höchst selbst ins Wackeln käme. Eine Anmerkung des Herausgebers zu dem gerade eben Gesagte. Edmond Paris war in dem Nachteile, dass er von der in Erfüllung der biblischen Prophetie durch die Hure Babylons bereits eingeleiteten Wende nichts wusste. Die Hure ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Die Jesuiten berechneten den Dritten Weltkrieg, entschieden, dass die USA verlören und der Vatikan stets mit dem Sieger ginge. Die Hure widmet seitdem ihre Unterstützung Moskau und beschaffte sogar aus Polen einen kommunistischen Papst, Papst Johannes Paul II. Im Geheimen arbeitet sie an einem Konkordat mit Russland, forciert weltweit eine marxistische Lehre und die Jesuiten stehen gegenwärtig hinter der Abrüstungsbewegung zur Unterwerfung der USA. Moskau sollte dem Vatikan als die Kraft zur Eroberung von Nationen dienen, wo der römische Katholizismus die einzige international tolerierte Religion wäre. Russland soll in Erfüllung der biblischen Prophetien aus Hesekiel 38 und 39 dazu gedrängt werden, Israel anzugreifen und der Antichrist im Vatikan seinem Schicksal bei der Wiederkunft Christi entgegensehen. Soweit die Autoren. Wir kommen zum letzten kleinen Absatz, bevor wir das Buch abschließen, auf den nächsten Seiten, in einer natürlich weiteren Lesung, weil wir sind schon eine Stunde 20 unterwegs hier. Aber nichtsdestotrotz lesen wir nochmal eben mit der nötigen Zeit, Schärfe und Aufmerksamkeit diesen letzten kleinen Absatz. Weshalb wir erwarten können, dass die Söhne Loyolas sich dem Friedenswillen der Nationen und Regierungen mit ihrem ganzen Arsenal an Kunstgriffen entgegenstellen. Um das Gebäude mit seinen vorläufigen Fundamenten zu zerstören, werden sie ihre Minen und Gegenminen nicht zurückhalten. Es ist ein Krieg ohne Erbarmen, ein heiliger Krieg, also ein Kreuzzug, eingeläutet durch die Wahnsinnsrede Kardinal Ottavianis. Und führen wird ihn die Societas Jesu mit der blinden Hartnäckigkeit des Insekts. Ad majorem papae gloriam, zur höheren Ehre des Papstes. Anstatt ad majorem glori Deus. Ja? Und jede Sorge ob der resultierenden Katastrophen. Und müsse die Welt auch vergehen, so aber noch vor dem Primat des römischen Bischofs. Und damit kommen wir zur Schlusslesung des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Das wird natürlich in einem anderen Teil stattfinden. Für heute fast anderthalb Stunden, lang genug gelesen. Hoffe ich, dass ihr einiges gelernt habt und ich selber habe auch etwas gelernt, weil ich habe ja gesagt, ich habe das Buch auch nicht vorher gelesen. Von daher war mir das mit Adenauer, dass der auch ein päpstlicher Legat war, wie der von Papen, das wusste ich noch nicht. Könnt ihr ja mal selbst raussuchen, ob ihr da eure Nachforschungen dasselbe ergeben, was der Autor Edmond Paris hier erwidert, dass Adenauer natürlich katholisch ist, sonst wäre er ja nicht der CDU beigetreten und wäre kein Kanzler der CDU gewesen, der christlich-demokratischen Partei, von der wir ja wissen, dass christlich steht für katholisch, aber dass er ein Geheimkämmerer des Papstes war, das war mir nicht bekannt. Schön, habe ich mal beigelernt und wie gesagt, wenn da jemand von euch eine Bemerkung zu hat, bitte, dann kann er mir das ja gerne in der Beschreibungsbox des Videos hier geben. Wir haben heute den 12. August 2017, wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis das hier veröffentlicht wird.
Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, auch wenn es ein bisschen länger war. Nichtsdestotrotz einige Dinge gelernt und ich bin dem Autor Edmond Paris sehr dankbar für dieses fantastische Buch, Die verborgene Geschichte der Jesuiten, wo wir jetzt alles ein wenig besser verstehen. Damit melde ich mich ab. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten und beschützen auf all euren Wegen und euch segnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.